Weihnachtszeit. Draußen schneit's. Es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft, so gut er kann, und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran noch schnell, den Stecker rein, schon strahlt es hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt. Aus Wachs mit Docht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Echte Kerzen an dem Baum? Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst einen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit. Ja, wieder mal ist es soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel hilft, so gut er kann, und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, im Wohnzimmer einen echten Baum. Die Zeit jedoch bleibt jetzt auch jetzt nicht stehen und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat wiederum einen Enkelsohn. Und schneit's auch draußen noch so sehr, das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat nie gehört von Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr, die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt, was ist ein Baum? Du hast den coolsten Job in der ganzen Galaxie. Nur einen Tag im Jahr, sonst arbeitest du nie. Als Gefährt hast du einen Schlitten, Rentiere davor. Und kommst du auf die Erde, singen alle im Chor. Du bist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart. Du bist der Weihnachtsmann auf der großen Schlittenfahrt. Du bist der Weihnachtsmann, hast Geschenke in den Sack, den trägst du Huckepack, Huckepack. Du hast ja auch eine Route, bei mir brauchst du die nicht. Denn ich bin ein liebes Mädel, ja schau in mein Gesicht. Ich war besonders artig, das ganze lange Jahr. Drum gib mir mein Geschenk, das fänd ich wunderbar. Du bist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart. Du bist der Weihnachtsmann auf der großen Schlittenfahrt. Du bist der Weihnachtsmann, hast Geschenke in dem Sack, den trägst du Huckepack, Huckepack. Moment, ich hab da noch eine Frage an dich. Wieso rasierst du dich nicht? Hast du Narben im Gesicht? Und wo kriegst du bloß die vielen Geschenke immer her? Hast du einen guten Sponsor oder Geld wie Sand am Meer? Du bist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart. Du bist der Weihnachtsmann auf der großen Schlittenfahrt. Du bist der Weihnachtsmann, hast Geschenke in dem Sack, den trägst du Huckepack, Huckepack.